Zockerin bin. Aber so diese Retro-Spiele, das ist ja schon sehr, sehr spannend. Ich sehe da schon den Gameboy. Heute gibt's Kindheit, ja. Das ruft Gefühle in uns vor. Total, absolut. Und dieser Kleine, wir gucken mal kurz rein. So sah das damals aus. Und ja, es war im Prinzip so ein bisschen... Dann hat er mir lustigerweise einen Gameboy gekauft. Und wir haben es jetzt liegt es natürlich schon wieder seit ein paar Jahren im Schrank, aber wir haben einen zu Hause. Auch so ein Gaun, so ein Klotz? Oh, wie schön. Wenn man es jetzt aber nicht zu Hause hat, ja. Wo kann man denn solche Spiele noch zocken, so diese alten Kinder? Das ist die gute Nachricht, sie brauchen keinen alten Gameboy. Schon interessant, dass die Anbieter jetzt so langsam auf den Trichter kommen, dass die Leute die alten Sachen wieder haben wollen und man das überhaupt anbietet. Sony, wie machen die das? Gibt es das da genauso? Bei der PlayStation, ja. Da gibt es das auch. Auch die haben Retro-Titel. Jetzt hier einfach, also wahrscheinlich, wenn ich sie sehe, kenne ich es dann doch. Also Pac-Man und sowas, das kennt man natürlich klar. Alles noch. Endstream Arcade und Burger Time. Das ist, also du hast gerade gesagt Pac-Man, also wirklich diese klassischen Automatenspiele. Genau, wir erinnern uns, wir gehen in die Kneipe und es steht der Automat. Ja. Kannst du auch alle wieder spielen. Und Arnstream Arcade ist was ich gefunden habe. Das ist ein Streaming-Dienst tatsächlich. Den gibt es für den PC, für die Xbox und sogar fürs Handy, für Android-Handys. Cool. Kostet 30 Euro im Jahr. Ach, und so Quatsch. Sieht es aus. Im Prinzip wie Netflix. Und dann wählst du ein Spiel aus. Hier nehmen wir mal Burger Time. Aber das fragt man sich ja sowieso so ein bisschen, ob diese ganzen alten Dinger noch auf dem PC und so, ob das alles noch so kompatibel ist und läuft. Ja, also In the Dark Spiele aus den 90ern mir wow. runtergeladen. Da haben wir nämlich vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen, kannst du dich erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern. Das Remake von Alone in the Dark und so sah das damals aus. Das ist jetzt das Original Alone in the Dark von 1992 und wir sehen es also heute mit so... Alles möglich ist, ich kann mich noch an Prince of Persia erinnern. Ja. Das war fast ein bisschen gruselig, weil da diese Speere rauskam und für mich als Kind war das immer total doll. Ja. Macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben noch mehr nachher für Sie, liebe Zuschauer. Magnus von Keil heute Morgen bei uns. Vielen Dank für diese kleine Zeitreise. Ja, ja. Und jetzt reisen wir rüber in die Nachrichten zu Judith Rückelsdorf. 7:58 haben wir es gleich. Guten Morgen. Schön, dass Sie mit uns aufstehen. Ja, es war Vatertag. Ja. Und ja, die Männer sind dann auch gerne mal ein bisschen unterwegs. Ja. Es gibt halt irgendwie so ein Stadt-Land-Gefälle, möchte ich gar nicht sagen, weil es ist ja beides gleich schön. Aber anders. Genau, es ist ja in vielen Themen so, dass es auf dem Land ein bisschen anders läuft als in der Stadt. Wir haben mal in der Stadt geguckt und dann mal 100 Kilometer weiter auf dem Land geschaut. Wie wird der Vatertag dort eigentlich so gefeiert? Es ist wirklich schräg. Also es ist eigentlich die Straße mit den meisten Straßenschildern überhaupt, obwohl man das ja auch sonst schon kennt. Ich habe manchmal so überlegt, also was will man eigentlich noch alles beschildern hier? Ja, das ist in Frankfurt am Main, das ist wirklich so, dass alle... Wie war das? Alle 2 Meter ist ein Straßenschild. Also auf 1000 Metern 557 Schilder oder so. Unfassbar, wirklich. Halli, hallo. Morgen. Na? Ich war gestern im Park, habe ganz viele Mütter mit ihren Kindern gesehen. Ach was. Dachte, na klar, weil der Papa mit den Jungs unterwegs ist. Und dann habe ich aber auch Väter mit den Kindern gesehen, so beim Spielen fand ich irgendwie schöner. Also irgendwie so dachte ich, was ist denn jetzt Vatertag? Hab mal die Zuschauer gefragt. Der Papa verbringt den Vatertag mit den Kumpels oder mit den Kindern? Mhm. Was sagen unsere Zuschauer, was glaubt ihr? Ich hoffe auch mit den Kindern. Also wir waren auch eher zusammen unterwegs. Ja? Das ist nicht mehr so, glaube ich. Ich glaube aber eher mit den Kumpels. Also ich glaube, wirklich? Schöner wäre es mit den Kindern, aber ich glaube, am Ende vom Tag ist es doch... 70%. Muttertag, freuen wir uns schon ein kleines bisschen. Und ich meine, irgendwie geht man ja auch schon davon aus, dass vielleicht ein Blümchen kommt. Es ist ja schön, aber auch jetzt nicht... schwer. Doch, es gibt da Blumen, die gehen und Blumen, die nicht gehen. Aha. Und Sträuße, die eher flop sind und Sträuße, die eher top sind. Wir haben es uns mal angeschaut. Eine Floristin hat einen kritischen Blick auf die Sträuße 2024. Alle Männer und Kinder aufgepasst. 9 Uhr ist es. Guten Morgen, Benedikt Amara ist Morgen. Bei uns. Hallo Bene. Und es gab schon so viele Gerüchte. Jetzt ist es aber wirklich offiziell. Ja. Das erste Bieber-Baby ist unterwegs, Justin. Er musste sich zurückziehen. Hat ja wirklich eine schwierige Zeit. Sie immer an seiner Seite. Ja. Die Presse hat dauernd irgendwelche Gerüchte gestreut. Diese Gerüchte, sie würden sich trennen. Baby alles sei unterwegs, möglich. Doch nicht unterwegs. Und jetzt scheint die Krönung dieser Liebe. Unheimlich stabile Frau zu sein, das ja. glaube ich auch. Ja. Also nicht stabil im Sinne von hot, sondern stabil im Sinne von wirklich stabil ja. im Charakter. Die begleitet den ja irgendwie durch. Und jetzt ist ja. auch klar, forever ja. and ever. Und ich ever. Glaube tatsächlich auch, dass er nicht der einfachste Mensch der Welt ist. Von daher, also ich das wird, aber ich glaube, der wird ein toller Papa. Der liebt. Ich glaube. Tolle Eltern auf jeden Fall. Also die haben jetzt schon, wie ihr gesagt habt, so viel durchgemacht. Das wird großartig. Sie hat auch ein Baby, aber ein musikalisches. Yvonne Katterfeld ist zurück mit neuer Musik. Oh. Hör mal rein. Mhm. Beckham, der hat einen Putzhimmel. Und was für einen. Vor allem, wenn Besuch sich ankündigt, hat er auch schon mal erzählt. Jetzt hat er es noch mal erzählt in der Jimmy Kimmel Show. I know.
Also der Kerzendochter, da muss man wirklich sehr gerne aber ich muss aber sagen, ich bin ähnlich. Ich bin völlig hysterisch, wenn ich Besuch bekomme. Wirklich? Ich renne wie von der Tarantel gestochen durch die Wohnung. Und alles muss perfekt. Und Hilfe, ich bin völlig erledigt. Dabei liebe ich es als Gast, wenn es unordentlich ist. Weil wenn es zu sehr blitzblank ist, habe ich immer Angst, dass ich irgendwas... Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Kann sein, dass es ein bisschen komisch ist. Und alle immer so, ja, genau. Weil es bei dir immer so krass chaotisch ist. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn es ein bisschen chaotisch ist. Es ist doch lebendig. Aber ja, stimmt. Bei ihm anscheinend nicht. Ja. Und die Kerzen inklusive auch nicht chaotisch. Gleich müssen wir sprechen über eine mögliche, potenzielle, mutmaßliche Ehekrise bei den Müllers. Mhm. Dazu gleich mehr, jetzt aber alle weiteren Promi-Meldungen erstmal zusammengefasst. Ich habe ja irgendwie gehört, dass Sie heute gemeinsam bei einem Reitturnier sind, aber in wer weiß, also das beobachten wir mal, weil ich finde auch solche, also Fotos löschen, okay, vielleicht möchte sie jetzt nur noch professionell Reitkram zeigen, aber entfolgen, das macht man eigentlich nicht bei seinem Ehemann einfach mal so aus. Aber es kann natürlich auch sein, dass man sich so richtig gestritten hat und dann ist sie auch impulsiv und sagt, weißt du was, du kannst nicht machen. Es ist ja nicht so, dass jetzt ja gleich eine Scheidung im Raum steht, vielleicht haben sie auch einfach einen Streit und sie ist ein bisschen impulsiver. Ja, definitiv. Dafür ist hier alles noch tutti und wie, obwohl es ja immer wieder solche Bilder von Enrique Iglesias gibt. Er freut sich auch schon sehr, die Frauen. Hat man auch das Gefühl. Also eifersüchtig, glaube ich, braucht man da jetzt nicht sein, wenn das so offiziell auf der Bühne, aber es ist schon sehr... Ist nicht nur so ein Küsschen, finde ich auch. Gut, 23 Jahre sind sie zusammen, haben drei Kinder, vielleicht braucht man das, um auch 23 Jahre in der Branche, ich glaube, da musst du einfach echt entspannt sein. Der weiß doch, dass die Frauen ihn alle wollen, die da, muss man es dann so, es reicht doch vielleicht, wenn man sich einmal festdrückt und dann ist auch nett. Ja, aber vielleicht mag er einfach... Ich sag's gerne nochmal, in Berlin haben wir das offene Ehe. Ne? Vielleicht ist es auch das. Wir schauen noch schnell in die nächste Woche. Am Dienstag zu Gast Ilka Bessin, besser bekannt als Cindy aus Marzahn. 20 Jahre ist das jetzt schon her und diese Kultfigur kommt jetzt zurück. Darüber müssen wir sprechen, über vieles andere auch. Also auf Dienstag und die ganze Woche freuen wir uns sehr. Toll, da freuen wir uns tatsächlich. Dankeschön, Bene. Gerne. Und heute Abend ist es ja auch wieder soweit. Matze guckt vielleicht sogar zu. Ein Küsschen geht raus an dich. Die Eishockey-WM der Männer startet. Matthias wird vor Ort sein, unser lieber Kollege und Freund Matthias Killing. Und selber war er ja auch schon mal auf dem Eis. Vor ein paar Jahren, es war 2011. Anno 2011, hat er es mal versucht auf dem Eis. Und ich sag mal so, ich glaube, moderieren kann er besser. Ja. Hören Sie dieses Geräusch, liebe Zuschauer. Magnus von Keil ist bei uns, Games-Experte. Und endlich kann ich auch mal mitreden, weil ich bin ja akut jetzt nicht der Superzocker. Aber früher, das hat schon viel Freude gemacht. Guten Morgen, Magnus. Hä? Hör mal ganz kurz dazwischenfunken, was spielst du da gerade? Gameboy spiele ich. Den kennen Sie natürlich.